Kein Wächter oder sowas? Wieso ist denn hier alles schief? Ich finde die Architektur hier so geil. Irgendwie so römisch. So, Gildenhalle der Krieger, Gilden. Denkt. Was haben die denn damit zu tun? Also, so, König Dünar. Ich habe kaum einen Fuß in diese geheiligten Mauern gesetzt und fühle mich schon tausendmal besser. Und da ihr jetzt hier seid, können wir unseren nächsten Schritt gegen Molag Bal bestimmen. Habt ihr einen Plan? Ich muss mir einen Überblick über unsere Ressourcen verschaffen, um festzustellen, wie viele davon wir zum Einsatz bringen können. Erst dann kann ich eine Strategie entwickeln, die es uns erlauben wird, diesen Krieg zu gewinnen. Aber vergebt mir, ich wollte eigentlich ausdrücken, dass ihr im Turm Vortreffliches geleistet habt. Ja. Mantel der Erinnerung der Eliden klingt nach leichter Rüstung und ein Fertigkeitspunkt. Super. Es ist gut, wieder in dieser alten Stadt zu sein. Ich muss unsere Stärken und Schwächen einschätzen, um zu bestimmen, wie wir am besten Molag Bal angreifen können. Wenn wir zuschlagen, bevor wir genügend Truppen versammelt haben, dann fürchte ich, dass wir diesen Krieg verlieren werden. 48! Was schlagt ihr vor? Die Soldaten. Jene, die sich die Kriegergilde nennen. Sie scheinen stark und geschickt zu sein, zumindest auf den ersten Blick. Ich werde sofort mit ihrem Anführer sprechen. Ich bin mir nicht sicher, wer diese Streitmacht befehligt. Kein Anführer? Diese Situation ist nicht hinnehmbar. Ich übernehme das Kommando über die Streitkräfte dieser Kriegergilde. Das ist die einzige vernünftige Lösung. Sprecht mit den Leuten in diesem Gebäude. Sobald ich mich mit der Stadtwahrerin besprochen habe, stoße ich zu euch. Ein Mann der Tat, gefällt mir. Netter Himmel. So, Charakter. Ausdauer. Fertigkeiten. Scheiße, was hole ich mir denn jetzt? Kacke. Ich habe keine Ahnung mehr. Puh. Infektiöse Krallen, warum nicht? Ihr zerfleischt die Feinde vor. Ihr zerfleischt Feinde vor euch mit euren verschmutzten Krallen und fügt diesen so 1191 Schaden und zusätzlich 10 Sekunden lang insgesamt 3790 solchen Schaden hinzu. Oder Blutrausch. Oder wilde Stärke oder Ruf des Rudels. Das klingt mir irgendwie. Nee, das ist Quatsch. Das ist eventuell nicht schlecht. Erhöht euren Waffenschaden um 18%. Das. Habe ich sonst noch irgendwas? Bei Schmieden? Schmiedehandwerk. Das wäre dann auf 7, ne? Calcinium-Barren verarbeiten. Ja, das ist bitter nötig. Ich habe nämlich 400, nee, 700 davon oder sowas. Grauenvoll, ey. So, die Stadtverwahrerin. Die Teile fügen sich zusammen. Mit der Hilfe des Königs sollten wir eine Streitkraft versammeln, die Meridias Segen würdig ist. Moment, der riecht gleich mal. Ich muss erstmal hier mit. Schon wieder ein Hoppler. What the fuck? Toll! Freut mich, dass ihr euch uns anschließen konntet. Willkommen in der Kriegergilde. Ein geradezu einfacher Name, nicht wahr? Obwohl er richtig ist. Sie bekriegen Dinge und sind in einer Gilde. Funktioniert eigentlich ziemlich gut, wenn ich darüber nachdenke. Ja, ich finde Drachen des Pakts ist ein besserer Name für die Gilde. Ihr habt die Mitglieder der Kriegergilde gefunden. Eigentlich war es Ehre, der sie gefunden hat. Kennt ihr euch? Wir sind schon ewig zusammen. Ihr kennt Kalthafen fast so gut wie ich. Euer Haustier hat sie gefunden. Schnickschnack, Ehre ist doch kein Haustier. Er ist mein treues Ross. Manchmal verwechselt ihr den einen oder anderen Waldelfen mit einem leckeren Imbiss. Aber das passiert ihnen ja manchmal auch, nicht wahr? Stimmt, ja. So, Kriegergilde. Euer Nörgeln wird langsam lästiger als mein hartnäckiger Ausschlag. Wir haben endlich einen sicheren Ort gefunden. Und ohne einen Plan, hier wieder herauszugehen, wäre sogar mir zu töricht. Ihr wollt, dass wir uns hinter diesen Mauern verstecken? Dass wir unsere Kameraden sterben lassen, während ihr entspannt an eurem Wein nippt? Ihr habt keine Ehre im Leib, Ritter. Erzählt mir nichts von Ehre, Elf. Ihr habt ja keine Ahnung, was ich gesehen und durchgemacht habe.
Was ist denn hier wieder los? Ich weigere mich, unsere Gildenmitglieder in der Wildnis dieses bösen Ortes verrotten zu lassen. Die Gefahren sind mir egal. Wie würdet ihr euch fühlen? Alter, halt die Schnauze. Bitte entschuldigt diese unwürdige Vorstellung. Diese unbedachten Äußerungen sind natürlich nur Redewendungen. So, ich schätze, ihr wisst mehr über diesen Ort als alle anderen. Wo bekommt man hier zum Beispiel einen ordentlichen Schluck? Das weiß ich nicht, das muss ich auch noch rausfinden. Die Stadt ist eine sichere Zuflucht, ein Ort, an den wir uns neu sammeln und organisieren können. Eine sichere Zuflucht, hä? Huh? Ich hätte wirklich nicht erwartet, in einem derart finsteren Reich irgendwo bunte Blumenpracht und klares Wasser zu sehen. Ich auch nicht. Nahm eigentlich an, wir gehen einem viel zu frühen und viel zu schmerzhaften Tod entgegen. Schön zu sehen, dass ich mich diesmal getäuscht habe. Wie seid ihr eigentlich hier gelandet? Ich konnte euch ja nicht einfach losziehen und die Welt alleine retten lassen, oder? Nur in Begleitung dieser Aufschneider von der Kriegergilde. Abgesehen davon gab es da ein Portal. Wie hätte ich nicht durch es hindurchtreten können, um herauszufinden, was auf der anderen Seite ist? Wer zur Hölle ist das? Und wer führt diese Gruppe an? Das ist eine gute Frage. Ich habe gehört, dass Hauptmann Alfauri getötet wurde, kurz nachdem wir zerstreut worden waren. Ich hatte gehofft, hier einen anderen Offizier zu finden, aber ich hatte kein Glück. Ich habe einen Aileiden-König gerettet. Er möchte dabei helfen, unsere Streitkräfte zu sammeln. Ein Aileider? Wir dachten, sie wären alle, ihr wisst schon, tot. Tjo. Andererseits ist dies die Ebene eines dädrischen Fürsten. Ich sollte mich von solchen Enthüllungen wirklich nicht mehr überraschen lassen. Ich habe das Gefühl, mich erwarten noch merkwürdigere Offenbarungen, bis diese Sache hier vorbei ist. Mhm. Okay. Wir bei, Soldaten! Wir haben einen Krieg zu gewinnen und keine Zeit zu verlieren! Was in Auriels Namen ist das? Wer seid ihr? Das ist also der letzte Aileide, was? Ich hätte ihn mir staubiger vorgestellt. Das passiert doch, wenn Elfen sehr, sehr alt werden, oder? Halt den Mund, Gek! Wer führt diese Gruppe an? Tretet vor und sprecht. Das wäre dann wohl ich? Nehme ich dann an. Erlaubt mir, das richtig zu stellen. Oder auch nicht. Ich werde euch anführen. Wir werden eure Kameraden zurückholen und eure Mission beenden. Wenn das nicht gut genug für euch ist, sind eure Dienste nicht weiter gewünscht. Ich weiß nicht, wer ihr seid, aber ihr gehört nicht zur Kriegergilde. Ihr habt keine Autorität über uns. Fordert ihr mich dann heraus? Wollt ihr, dass ich euch töte, um euren Gefährten meine kämpferischen Fähigkeiten zu beweisen? Das käme mir ganz gelegen. Er ist irgendwie lästig. Ey, Typen, ne? Wie könnt ihr von uns erwarten, dass wir unser Leben für jemanden geben, den wir noch nie getroffen haben? Redet weiter. Komm. Wenn ihr überleben wollt, wenn ihr gewinnen wollt, müsst ihr mir vertrauen. Erlaubt mir zu erläutern, warum ihr meine Führung braucht. Wir sollten eine Lösung finden. Ich kann eure Vorbehalte nachvollziehen, aber unter meiner Führung wird die Kriegergilde uns helfen, diesen Krieg zu gewinnen. So, das waren seine, das war jetzt, ach so, das waren jetzt seine, wow, das bin beeindruckt, bin echt, wow, das ist. Ich weigere mich, unsere Gildenmitglieder in der Wildnis. Ja. Nun, dem König fehlt es sicher nicht an Selbstvertrauen. Das gefällt mir. Er könnte unseren Freund hier in die Schranken weisen. Es wäre wirklich schön anzusehen. Was haltet ihr von all dem? Ich glaube, dass es eine Menge guter Soldaten dort draußen gibt, die unsere Hilfe brauchen könnten. Und ich weiß auch, dass wir so gut wie tot sind, wenn wir einfach planlos dort hinausstürmen. Stimmt. Ich bin immer gern bereit, die eine oder andere Holde Mai zu retten, aber nicht, wenn alle dabei draufgehen. Ich habe keine Ahnung, wer das hier ist. Ich hab irgendwie das Gefühl, der ist extrem wichtig in der Story, aber irgendwie seltsam. Als ob ich den kennen sollte. Ich kann von dieser Gruppe kein blindes Vertrauen erwarten. Das wäre töricht. Ich habe vor, ihr Selbstvertrauen zu stärken, damit die anderen bei ihrer Ankunft mir ohne Zögern folgen werden. Was ist euer Plan? Fürs Erste, ich sollte mit jedem Soldaten hier sprechen. Werde ihnen erzählen, was meiner Meinung nach zu tun ist und wie wir es angehen sollten. Vielleicht ihre Meinungen dazu anhören. Ohne loyale Soldaten in eine Schlacht zu ziehen, bedeutet eine Einheit zu kommandieren, die bereits verloren hat. Da hat er natürlich recht, ja. Und was sollten wir genau machen? Wir sollten weiterhin unsere Truppe vergrößern, bis wir genug Soldaten haben. Dann werden wir uns zusammensetzen und unseren Angriff planen.
Der Abgrund im Norden schützt Molag Bals Allerheiligstes. Wir müssen ihn überwinden und dem Fürsten entgegentreten, um Nirn zu retten. Das klingt auf jeden Fall nach einem Plan. Mehr Leute sammeln. Gut. Dann müssen wir noch Valos Galerion retten und die leere Stadt instand setzen. Wir haben nur keine Ahnung, wo Valos Galerion ist. Das heißt doch, wissen wir eigentlich schon. Der ist nämlich... Da muss ich auch noch hin. Das, der verschmähte Gipfel, da ist nämlich der... wie hieß er denn? Dieser Diener von dieser einen komischen Lady. Ja, keine Ahnung. Gut, und hier unten scheint auch noch irgendwas zu sein. Oder bin ich da angekommen? Ich habe keine Ahnung. Nee, ich bin hier oben angekommen. Ne? Dann ging das hier so. Also ich würde sagen, ich gucke mich noch ein bisschen hier unten um. Es kann doch sein, dass ich hier unten schon war. Ich bin mir da gar nicht mehr hundertprozentig sicher. Nee, war ich nicht. Hier sind nämlich diese komischen Steinkreise, genau. Hier waren diese komischen Visionen. Hier ist diese eine Ruine, die Bibliothek, genau. Dann war hier der Wegschein, hier ist der Wald, dann sind wir hier reingegangen. Nee, gar nicht. Der Wald war hier. So, also ja, doch, da unten waren wir noch gar nicht. Jo, genau, da oben waren wir auch noch nicht. So, Stadtwahrerin. Die Teile fügen sich zusammen. Mit der Hilfe des Königs sollten wir eine Streitkraft versammeln, die Meridias Segen würdig ist. Ja, hoffen wir mal, dass sie mein Segen würdig ist. Sie muss, das liegt nämlich, also das ist nämlich schwerer zu bekommen als Meridias. Den kriegt ja jeder. Wann sind diese Leute hier angekommen? Kleinere Gruppen treffen schon seit eurer Abreise ein. Die Krieger drinnen scheinen unter dem Schutz des Ritters Darien zu stehen. Das sind ein zwei Leute. Ein gewöhnlicher Mann. Mit Darien. Tapfer bis ins Mark. Und auch bei aussichtslosen Unterfangen von unerschütterlicher Treue. Catwell hat sie in der Wildnis gefunden. Der ist Catwell. Also egal. Okay. Das hat mir jetzt überhaupt nichts gebracht. Okay. Diese Soldaten, also wir haben gerade einen Soldaten und sie spricht im Plural. Also ja. mit Darien haben wir zwei, weil wir, sonst haben wir nur einen komischen Elfen. Und die spricht ein Plural. Komische Frau. So, was ist das denn hier? Verzügliche Verzauberung. Wo sind... Da unten ist die Schenke. Da muss ich mal hingehen. Weil es ist ja schon ein bisschen komisch, dass jemand eine Schenke in Kalthafen aufmacht. Der leere Markt. Oh, der ist leer. Dieser Markt ist wirklich leer. Erinnert mich so ein bisschen an Anvil hier. Die Musik könnte ein bisschen schöner sein. Wo ist denn jetzt... Was ist denn das da? Gildenhalle der Magiergilde. Okay. Muss ich mir auch mal angucken. Was ist denn eine Quest? Nee, mach ich jetzt nicht. Das gehen wir bestimmt hin, wenn wir Waden aus Galerien gesammelt haben. Ach, das ist Handwerksschriebel Ausrüstung. Klar. Und wo ist jetzt die Schenke? Wo ist die Taverne? Das ist doch eigentlich... Das ist doch... Grundregel, wenn man in eine neue Stadt kommt, man besucht erstmal die Taverne, redet mit den Barleuten, also mit den Leuten, mit dem Mann an der Bar oder der Frau an der Bar und eventuell mit den Schankweibern und holt sich die neuesten Gerüchte. Ich glaube nur nicht, dass es hier irgendwie viel gibt. Ha ja. Willkommen im strahlenden Stern, mein Freund. Ihr werdet keinen wärmeren oder einladenderen Ort in ganz Kalthafen finden. Die sieht irgendwie gruselig aus. Wie konntet ihr an diesem Ort überleben? Wir sind nur wenige und wir haben gelernt, gut zusammenzuarbeiten. Noch dazu tut die Stadtwahrerin ihr Bestes, um sicherzustellen, dass wir ausreichend Nahrung und frisches Wasser haben. Sogar dieser komische Kerl namens Catwell kommt hin und wieder mit Vorräten hier vorbei. Catwell? Die freundliche Sorte hält sich für einen Ritter oder sowas.
Er ist ein bisschen verrückt, aber in weiten Teilen ist er harmlos. In weiten Teilen. Soll das jetzt eine Anspielung sein? Okay. Torval Volja. Willkommen, Freund. Ich stamme von einer langen Linie Meisterbrauer ab. Und ich garantiere, dass meine Getränke das Beste sein werden, was ihr je in diesem furchtbaren Land trinken werdet. Das wundert mich nicht. Die Volja Med Brauerei, die kennen wir ja aus Ostmarsch. Natürlich kenne ich die Stadtwahrerin. Wir sind aus demselben Holz geschnitzt. Ohne sie wären wir völlig aufgeschmissen. Und was könnt ihr mir über sie sagen? Nun, ehrlich gesagt, nicht sehr viel. Sie muss schon in der Stadt gewesen sein, als wir hergebracht wurden. Aber ich erinnere mich nicht, sie vorher gesehen zu haben. Aber keine Sorge, sie ist uns eine... Ja. Musikanterin Idria. Ich vermisse meine Laute, Verlar. Was geht hier drüben vor sich? Nicht viel. Wenigstens nichts, von dem ich wüsste. Ich wurde an einem Ort, den man die Grotte der Laster nennt, gefangen gehalten. Eine Höhle im Südwesten von hier. Ich konnte entkommen, aber ich konnte Verlar, meine kostbare Laute, nicht retten. Ich fühle mich so verloren ohne sie. Oh nein, wie schrecklich. Nicht die Laute. Wenn ihr etwas zu essen wollt, dann gebt mir einen Moment. Ich bin an diese Massen nicht gewöhnt. Was für Massen? Da ist null Kundschaft, nichts da. Ihr seid also die Köchin. Ich bevorzuge die Bezeichnung Küchenchefin. Ich bilde mir gern ein, dass meine sorgfältig zubereiteten Speisen das Leben an diesem tristen Ort etwas angenehmer machen. Die Massen. Guck dir, nix. Nix ist hier da. Hallo? Willkommen in der leeren Stadt, Unerschrockener. Ich bin sicher, ihr habt herausgefunden, dass es hier viel gibt, an dem ihr euch messen könnt. Wie Kalthafen selbst. Seid ihr ein Geist? Ich glaube zwar nicht, dass ich ein gewöhnlicher Geist bin, aber ich bin so tot wie ein Baum in Apokrypha. Doch man muss nicht am Leben sein, um ein Unerschrockener zu sein, insbesondere in Kalthafen. Ich habe gesehen, dass die Daedra die Toten ebenso leicht foltern und häuten können wie die Lebenden. Und was geschieht, wenn ihr noch einmal sterbt? Ich weiß es nicht. Kein Daedra hat es je geschafft, mir mein zweites Leben zu nehmen. Okay, komisch. Samaha, die Knochenbrücherin, das klingt doch lieb. Für einen Unerschrockenen gibt es in Kalthafen viel zu sehen und zu tun, mein Freund. Solange ihr euch gern kopfüber in Gefahr begebt. Hier gibt es Kreaturen, die sogar die Toten töten können. Lasst mich wissen, wenn ihr ein paar andere Waffen und Rüstungen kaufen wollt. Ihr werdet sie brauchen. Und wer seid ihr? Ich heiße Sabah. Sabah, die Knochenbrecherin. Freut mich, jemand anderes von den Unerschrockenen zu sehen. Noch dazu jemanden, der am Leben ist. Ich bin froh, dass meine Sippschaft noch immer neue Mitglieder anwirbt. Das muss ich aber... Hä? Ich verstehe das gerade gar nicht. Wie kommen die denn überhaupt hier hin als Geister? Wann sind die denn hier angekommen? Ach, das ist ja egal. Was macht ihr hier? Es gibt nicht viel, was ich tun kann. Ich kann diese Ebene nicht verlassen. Und weil ich tot bin, kann ich nicht nach Tamriel zurückkehren. Wenigstens gibt es hier Daedra, mit denen man die Klingen kreuzen kann. Und wie seid ihr hierher gekommen? Mich schert diese Geschichte nicht besonders. Frag Tubidan, wenn es sein muss. Na gut. Na, Tubidan. Dieser hofft, dass die leere Stadt euch bei guter Gesundheit findet, Unerschrockener. Meridias eigensinnige Gemeinde ist vieles, aber sie ist nie langweilig, besonders für die Unerschrockenen. Alter, ich langweile mich hier gerade zu Tode und wenn ich mich zu Tode langweile, dann langweilen sich meine Zuschauer erst recht zu Tode. Lebt wohl. Grauenvoll. Das liegt an der Musik. Das liegt garantiert an der Musik, dass das gerade hier so ätzend ist. Die ist nämlich so... Ja, nicht... 36, Alter, der ist ja durchgerusht. Nicht existent. Also die, es gibt fast keine Musik hier. Oder es gibt keine Musik, das ist das Problem. So. Ich würde sagen... Ich begebe mich da mal zum... Unten ist ein Verlies, die Grotte der Laster, Tatsache. Gehen wir hier zu dem Wegschein und dann gehen wir hier oben hin. Oder gucken wir uns an, was hier unten ist. Ich glaube, wir gucken uns das mal an, was da unten ist. Das sind wieder die Handwerksschriebe, die Quest. Hier ist alles leer.
Hier ist nicht mal ein Schmied oder sowas. Es ist alles leer. Hier ist gar nichts. Und die Leute reden von irgendwelchen Massen. Und von irgendwelchen Kriegern. Wir haben zwei Krieger in der Kriegergilde und die gestalten sich gegenseitig. Und die reden irgendwie davon, als ob das irgendeine große Armee wäre. Das ist alles ein bisschen verwirrend. Ich verstehe das nicht so ganz. Was? Habe ich irgendwas verpasst oder sowas? Genauso wie der Typ bei der Kriegergilde. Ich habe das Gefühl, als ob ich den kennen sollte. Aber der sagt mir gar nichts. Ich könnte mir vorstellen, dass er irgendwie zum Deutschschutzbündnis gehört. Also, dass wenn man ins Deutschschutzbündnis spielt, dass man den dann kennt. Aber ich finde es halt schon ein bisschen seltsam, dass er dann hier so auftaucht. Ja. So. Dann würde ich sagen, gucken wir uns mal ein bisschen im Süden um. Da ist noch, ach, das ist das Ding, genau. Das ist die Magiergilde da vorne. Renoa Kühl, Clanban. Steht hier alles so ein bisschen versprengt mit rum, ne? Ein bisschen komisch ist das schon. Und auch ein Hauptlob. Ich meine, es ist schon ein extrem geiles Gebiet und die Quests sind doch verdammt kreativ bisher. Also nicht verdammt kreativ, aber kreativer als jetzt zum Beispiel in Deshan, sag ich mal. Aber irgendwas ist hier ein bisschen komisch. Grotte der Laster. Irgendwas ist hier komisch. Ich weiß nicht genau was. Irgendwie. Kein Recht. Ich werde hier schieben. War ich noch gerade eben noch eine Quest irgendwo? Ach nee, komm, leck mich am Arsch. So klingt eigentlich immer wieder ein Fiskurs, das verstehe ich auch nicht. Wie ist denn das? Wieso kommt hier auf mich zugelaufen? Wieso sterbe ich hier? Ihr seid der Held von Aschberg, der Ballredtöter. Der was? Warum hört denn so? Moment, kenne ich die? Ihr seid in der schlimmsten Stunde nach Hatsch Uxit gekommen. Zu was? Hatsch Uxit ist ein Ort, der aus der Zeit gefallen scheint. Eine uralte argonische Siedlung, die aus Schwarzmarsch in dieses Reich des Grauens verpflanzt wurde. Wir kennen eure Aufgabe in Kalthafen. Und wir würden euch gerne helfen, aber leider ist mein Volk gespalten. Natürlich ist es das. Ja, dann sollte man die vielleicht mal wieder zusammenkleben. Und worüber sind sie gespalten? Gespalten über das Schicksal unseres Histbaums. Doch unsere Tradition verlangt, dass ihr erst unsere Prüfungen besteht und euren Wert beweist, ehe ich euch all unsere Geheimnisse preisgeben kann, Außenseiter. Bitte geht diesen Weg zur Stadt hinunter. Ich werde euch folgen. Ja, klar. Meinetwegen. Entscheide über das Schicksal des Histbaums von Hatsch Iksut Uxit. Das klingt gar nicht so blöd. Die Weisheit der Ewigkeit. Gut, das ist ein bisschen weiter weg. Und das mache ich nicht mehr diese Aufnahmesession. Nächste Aufnahmesession gucken wir uns dann auch mal das Verlies hier an. Die Grotte der Laster. Denn wir müssen ja unserer Tavernenfrau. Unser schönen Baden in der Taverne. Das kann ja nicht sein, dass die keine Musik spielt. Ja? Auch wenn die ihre blöde Laute verloren hat und sich eigentlich eine neue hätte machen können. Also jetzt könnte sich eigentlich eine neue machen. Da muss ja irgendwo einer rumliegen. Das kann ja nicht sein, dass nicht ein einziges Instrument in der blöden Stadt rumliegt. Ist ja egal. Wenn die ihre Laute da drin verloren hat, dann ist sie da bestimmt noch irgendwo. Vielleicht können wir sie retten und ihr bringen. Dann kann sie wieder Musik spielen. Dann ist das nicht ganz so trist in der blöden Taverne.
Und dann gucken wir uns auch Hatch Upsit an und was es mit dem komischen Ding auf sich hat. Ich weiß es nicht so recht. So. Tatsächlich ist eine argonische Siedlung. Seltsam. Ich habe echt den Eindruck, dass in Schattenfan irgendwie was fehlen würde. Naja. Ich verabschiede mich von dieser Aufnahme. Wir sehen uns in der nächsten. Bis dahin. Ciao.